Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten mit einem neuen Let's Play und zwar spielen wir The Wild at Heart. Das ist ein Action-Adventure-Puzzlespiel von Moonlight Kids. Ist vor kurzem auf Steam erschienen. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, Mensch, das könnte ich doch mal Let's Playen. Sieht ganz interessant aus mit diesen kleinen komischen magischen Wesen. Ja, wir spielen glaube ich zwei Jungen. So wie ich das gelesen habe, die im tiefen Wald leben und, ja, gegen magische Wesen kämpfen. Ich bin schon gespannt. Ihr könnt es auch sein. Lehnt euch entspannt zurück und genießt dieses Let's Play. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Ruft's nur, es ist Zeit. Okay, Wake, du hast dich darauf vorbereitet, Zeit, den Plan auszuführen. Ich muss noch meine Vorräte aus dem Zimmer zusammensuchen. Okay, da sind wir auch schon. Ja, wir müssen unsere Vorräte... Was steht hier denn? Das ist ja geil. Das ist eine Super Nintendo. Wie cool ist das denn? Die untersuchen wir mal. Kirby und ich hatten ein paar epische Kartrennen um diesen Fernseher, aber er ist zu groß, um ihn mitzunehmen. Ja, den können wir natürlich nicht mitnehmen. Wie cool sieht das denn aus? Schönes Aquarium hier. Sehr cool. Ein paar Dosen liegen hier rum. Alter Pulli. Ein Ball. Ein paar Lego-Steinchen. Ey, was ist das denn? Soll das ein Gameboy sein? Spielsystem. Steige mit dem Game Bun Entertainment System in deine Lieblingsspiele ein. Ja, das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem alten Ur-Gameboy, würde ich mal sagen. Vielleicht ist es auch eine kleine Hommage daran. Sieht ganz cool aus. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Als ob ich ohne meine Spiele irgendwo hingehen würde. Genau, das sehe ich auch so. Prioritäten. Cool, also heißen wir jetzt Wake. Habe ich das richtig erkannt? Okay, ein paar Pläne noch. Ein Stapel Papiere mit verschiedenen Skizzen und Entwürfen. Darunter etwas mit dem Titel Experiment, Codename Zool. Ich könnte auch diese anderen Baupläne mitnehmen. Ich will nicht, dass sie in die falschen Hände geraten. Ja, wir heißen Wake anscheinend. Okay, was haben wir denn noch hier im Zimmer rumliegen? The Vampire Kids, okay, The Vamp Kids, sorry. In meiner nahen Zukunft wird es wohl nicht viele bequeme Betten geben. Wir gehen mal zum Aquarium her. Keine Bange, ihr kleinen Kerle. Jemand wird sich um euch kümmern, wenn ich weg bin. Ja, grafikmäßig sieht das ja richtig ultra geil aus. Gefällt mir richtig gut. Behelfsmäßige Karte. Eine Karte des Waldes hinter Wakes Haus. Und perfekt geeignet, um in diesen zu flüchten. Auf jeden Fall maßstabgetreu. Meine sehr detaillierte Karte des Waldes, mitsamt Orientierungspunkten. Ohne die wäre ich total verloren. Okay, ich habe alles von hier unten. Zeit nach oben zu gehen. Ja, anscheinend haben wir alles. Wie läuft er denn? Wie wackeln denn die Beine? Wie lustig ist das denn? Sehr cool. Nice, okay. Ja, wir haben ja alles, dann gehen wir mal nach oben. Hier können wir nicht lang. Hier ist das Fenster wahrscheinlich. Ja. Gut, dann gehen wir mal hoch. Okay. Er ist weg. Gut. Ich habe heute Morgen ein paar Feldrationen vorbereitet, bevor er ging. Ich muss sie nur holen. Okay, wer ist weg? Ah, bestimmt unser Bruder, oder was? Also es sollen ja zwei Jungen hier in diesem Spiel geben. Ich spiele mal hier. Wer weiß, wer hier vorher auf Klo war? Boah, die Musik. Richtig nice. Hört sich richtig gut an. Sehr stimmig auf jeden Fall. So, was liegt hier so auf dem Tisch? Ja, anscheinend ein paar Bierdosen. Eine Pizzapackung. Hier liegt überall Müll. Okay, aufheben. Oh, was ist das? Schrauben und Muttern. Die nehmen wir mal mit. Mumps Käsechips. Köstlich knusprige Leckerei. Jede Tüte garantiert Käsefinger. Na, das kenne ich irgendwoher. Oh, eine Tüte Mumps. Hatte ganz vergessen, dass ich die hier versteckt habe. Die nehme ich mit,
Sie könnten in einer Notlage nützlich sein. Ja, wenn man mal so Heißhunger, ne? Auf Käsechips hat. Why not? Okay. Harry, das Kissen hat einen dauerhaften Hinternabdruck. Es schaut eindeutig zu viel Fernsehen. Ja, hier kann man einiges. Hier liegt ein Wäscheberg. Okay. Eine Dreckwäsche wahrscheinlich. Nee, verlassen noch nicht. Wir wollen noch weiter gucken, ja? Alter Herd. Guck, was hier oben noch drin ist. Mist, die sollte ich eigentlich waschen. Tja, keine Zeit jetzt. Ration. Alles, was man für eine längere geheime Mission braucht. Ein selbstgeschmiertes Erdnussbutter-Sandwich. Die Erdnussbutter-Sandwiches sind lecker und halten eine Weile. Eine Sache bleibt wohl noch zu tun. Wo? Ich gehe auch, wenn es dich nicht interessiert. Komm mich nicht suchen, Wake. Ah, okay. Egal, er wird es wahrscheinlich eh nicht lesen. Zeit zu gehen. Okay, wir haben, ja, eine Notiz geschrieben für denjenigen, der auch immer hier wahrscheinlich zurückkommen wird. Eigentlich sollte die Ernährungspyramide nur ein nach oben zeigendes Pizzastück sein. Okay. So, ich glaube, wir haben alles. Ich würde sagen, dann gehen wir mal raus. Aus dem Zimmer sind wir gekommen. Im Bad wird wahrscheinlich auch nichts mehr sein, außer dass wir hier spülen können. Genau, hier brauchen wir auch nichts aus dem Medizinschrank anscheinend. Ja, dann würde ich sagen... Oh, wir können sogar treten. Kann man hier rumschießen? Ja, das ist ja nice. Komm, zack. Wir schießen erstmal Dosen hier durch die... Oh. Können wir das kaputt machen? Ah, alles klar. Wie cool ist das denn? Mal gucken, ob wir noch mehr kaputt treten können. Fernseher vielleicht? Nö. Wir sammeln Schrauben und Muttern ein. Wenn wir irgendwas kaputt machen können. Ah, hier, die Säcke, die Müllsäcke. Wofür wir auch immer das brauchen nachher. Wir sammeln es trotzdem ein. Mal gucken, vielleicht war unten im Zimmer auch noch ein Müllsack. Den können wir nicht kaputt machen. Wir gehen nochmal schnell runter. Gucken, ob wir noch irgendwas kaputt machen können. Oh, wir können Fußball spielen, ja. Ein paar Dosen durch die Gegend schießen. Nee, mehr ist hier anscheinend nicht. Okay, gut. Dann gehen wir wieder raus. Aber cool, echt. Nice gemacht. Auf jeden Fall. Wie wir laufen. Uiuiuiui. Das sieht echt cool aus. Okay, gehen wir raus. Auf geht's. Es regnet. Oh. Ein Ghostbuster. Was ist ein Ghostbuster? Wilks selbstgebauter Staubsauger. Nützlich zum Aufsaugen aller möglichen Dinge. Wie geil ist das denn? Das ist ja hier Geisterjäger-Feeling. Kommt ja hier auf. Halte RT, um mit den Saugen zu beginnen. Kann man damit auch Geister einsaugen? Ich fühle mich hier wie ein Ghostbuster. Oh, ist das cool. Wie geil ist das denn, bitteschön? Oh, wir haben Schlüssel gefunden. Schlüssel zum Hinterhof. Der rostige alte Schlüssel für das hintere Tor. Ein Wunder, dass das Ding noch nicht dauerhaft verlegt worden ist. Ah, hier hinten. Kommen wir dann raus. Okay. Mal gucken, wir können ja noch mehr aufsaugen. Noch mehr Schrauben und Muttern. Sammeln wir alle ein. Ah, das ist ja nice. Richtig cool. Macht Spaß. Okay, noch mehr. Hier haben wir noch einen Sack, den können wir kaputt treten. Sehr gut. Alles einsammeln. Okay. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch ein paar Müllsäcke. Treten wir auch noch mal kaputt. Super. So, ich glaube, das war's. Ah ne, die Hundehütte können wir noch untersuchen. Ja, der Tag, an dem ich meinen Schatten verlor. Ich weigere mich, es an von Vater abbauen zu lassen. Ich vermisse dich, kleiner Kerl. Oh. Kleine Wauwi gestorben. Okay, gehen wir raus. Schlüssel nutzen. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Körbe und ich haben das seit Monaten geplant. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ah, okay. Kirby. Also kein Bruder, eine Schwester. Okay. Ich hoffe nur, dass sie problemlos rauskommt.
Zeit, von hier zu verschwinden. Ja, dann gehen wir mal los. Okay. Ah, jetzt. Kleine Sequenz. Also von der Musik her ist das jetzt schon richtig episch. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr emotional. Passt perfekt zu dem Grafikstil, auf jeden Fall. Perfekt. Wow, Gänsehaut auf jeden Fall. So, okay, jetzt sitzen wir da. Na toll, ich habe mich verirrt. Wie soll Kirby mich jetzt finden? Oh nein, jetzt weint der kleine Wake. Hm. Hallo, wer ist da? Oh, wer seid ihr denn? Hoppla, was bist du? Hey, warte. Oh, was war das denn für ein kleines süßes Monster? So, wir gucken vorher nochmal, was wir hier einsaugen können. Ah. Hier im Schatten hat sich was versteckt. Ist hier noch ein bisschen mehr? Nö. Okay. Gucken wir unten nochmal. Oh, nee. Wie er die Zähne auch fletscht. Richtig gut. Okay, dann folgen wir mal dem kleinen magischen Wesen. Gucken mal, wo er hin ist. Ah, da. Hey. Was ist mit diesem komischen alten Tor? Hier kommen wir erstmal nicht vorbei. Saugen. Ah, okay. Kommen wir jetzt durch? Ja. Ah, cool, das ist ein Schalter gewesen. Diese kleine Windmühle. Die hat das Tor hier aufgemacht. Sehr gut. Oh, da ist eine Schatzkiste. Das sehe ich von hier schon. Na, wir gehen mal weiter. Hier muss noch mal ein Tor. Da ist auch das magische Wesen hinter. Läuft immer weiter. Wir gehen aber erstmal. Schon wieder? Wir gehen aber erstmal hier nach links lang. Vielleicht kommen wir ja zu der Kiste dorthin. Und können uns danach was rausholen oder so. Mal gucken. Mal gucken, für was wir die Schrauben und so brauchen nachher. Oh. Cool, dass wir die einsaugen können, dass wir da nicht hin müssen. Okay, öffnen. Ah, noch mehr Schrauben und Muttern. Okay, also nichts Besonderes jetzt so. Naja, mit der Windmühle haben wir das Tor dort hinten aufgemacht. Hier, da liegt noch ein Sack. Ja, ist schnell kaputt. Oh, wir können sogar runterspringen von hier. Gut, dann brauchen wir den ganzen Weg nicht zurückgehen. Okay, springen wir hier runter. Oh, da ist noch eine Mutter. Wie das einfach aussieht, wie lustig. Komm, der, wie heißt denn der? Goosebuster? Ghostbuster? Das ist mit einem Controller hinten dran. Also, ja. Ich würde sagen, sehr raffiniert. Wow, schau sich einer diesen Baum an. Und der verschwindet erstmal da drin. Nun denn, ich denke, ich gehe rein. Ja, oder? Ich hoffe, der kleine Kerl führt mich nicht noch mehr in die Irre. Wieder, wird schon schief gehen. Ja, gehen wir mal rein. Oh. Hört sich wild an. Uff. Ja, uff.
Wo sind wir hier? Was für ein Sturz. Ah, okay, wir sind runtergefallen. Wo bin ich jetzt? Sie hat dich also doch reingelassen. Interessant. Oh, wer ist er denn? Sie hat eine ganze Weile mit sich gerungen. Wer bist du? Meine Leute nennen mich Graumantel. Du hast den Tiefenwald betreten. Hier sind nur wenige erlaubt, vermutlich. Graumantel? So heißt du? Ich denke schon. Okay, aber dein Mantel ist eher grün-braun. Es war ein anderer Mantel. Und du bist? Rake. Rake, Rake. Ein selten anmütiger Name, vermutlich. Oh, hallo nochmal. Da bist du ja, Brusel. Du weißt ganz genau, dass du den Tiefenwald nicht verlassen sollst. Brusel heißt der kleine Wicht. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass sich ein Elfling mit einem Außenseiter anfreundet. Es ist schon ungewöhnlich, dass du ihn überhaupt sehen kannst. Für einen alten Mann bist du ganz schön klein und faltenlos. Fehlt dir irgendetwas? Du kannst es mir ruhig sagen. Was? Ich bin kein alter Mann. Nee, das sind wir ganz und gar nicht. Brusel sagt, du hättest geweint, als er dich fand. Warum? Nein, ich habe nicht. Na und? Es ist unhöflich, sich an anderen Leute anzuschleichen. Was ist das überhaupt für ein Geschöpf? Immer langsam, Faltenloser. Okay. Oh, wenn das mal zu mir einer sagen würde. Wir fragen es später noch Zeit. Vermutlich. Ich muss zu meinen Leuten eilen. Es gibt viele Dinge zu tun. Zudem wird es bald dunkel. Und was sagen wir über die Dunkelheit? Wer ist wir? Ich kenne bislang nur dich. Falsch, wir sagen, die Dunkelheit ist schlecht. Okay, also lass das deine erste Lektion sein. Erste Lektion? Nimm das. Dieser Gegenstand ist für die Mitglieder meines Ordens von großer Bedeutung. Seht, ich gebe dir den Funkelstein. Ui! Funkelstein, ein Fragment einer Sternschnuppe. Ein Funkelstein kann Projektionen derjenigen erzeugen, die Stücke desselben Sterns tragen. Drücke Steuerkreuz unten, um mit deinen Grünschildgefährten zu sprechen. Oh, interessant. Ist das ein Kristall? Keine Ahnung. Wir nennen es Funkelstein. Der Funkelstein wird dich führen, vermutlich. Mich führen? Wohin? Warte! Natur! Bring mich zu dem Ort, zum Laub. Zum Hain, das ist es. Ha, fast hätte ich vergessen, wie unser Dorf heißt. Das wäre ja peinlich. Und tschüss. Hui, da ist er weg, der Graumantel. Ich muss träumen. Das wird Kirby mir nie glauben. Okay, wir haben jetzt... Ah, wir sind im Unterholz, okay. Wer hätte das gedacht? So, jetzt haben wir... Ah, da. Wir können dann quasi... Ah, so ein kleines Auswahlrad... Vielleicht schalten wir im Laufe der Story noch mehr Sachen frei. Im Moment haben wir erstmal Herrn Graumantel. Mit dem können wir jetzt sprechen, also quasi anrufen. Oh. Rake, Rake, kannst du mich hören? Der Kristall spricht? Graumantel, bist du das? Wie machst du das? Mit dem Funkelstein. Er ermöglicht die Kommunikation zwischen seinen Trägern. Fühlt es sich immer so komisch an? Du wirst dich irgendwann an die Nebenwirkungen der Gedankenverbindung gewöhnen, vermutlich. Rake, da vorne ist ein Freund von mir. Ein Mitglied unseres Ordens. Sein Name ist Schrottchen. Schrottchen? Schrottchen, dein Freund heißt Schrottchen? In der Tat, er wird dir helfen, vermutlich. Sich durch das Unterholz zu schlagen mag beängstigend erscheinen, aber die Elflinge sind oft durchaus hilfsbereit. Elflinge? Du meinst die kleinen gelben Kerle? Ganz recht, sie sind Bewohner dieser Welt und ich wage sogar zu behaupten, Teil des Tiefenwalds selbst. Nutze sie als Führer. Sie werden wissen, was zu tun ist. Mit deinem Gerät und ihrer Hilfe sollte es dir ein leichtes sein, zu Schrottchen zu gelangen. Oder? Keine Zeit zu verlieren. Vorwärts. Okay, also. Mit dem Steuerkreuz da unten können wir quasi telefonieren und sprechen. Mit den Leuten, die wir kennenlernen und die auch so einen Stein haben eventuell. Ich gucke aber vorher nochmal, ob wir hier irgendwas zum Einsaugen noch rumlauert, bevor wir weitergehen.
Okay, wir müssen auf jeden Fall auf zu Schrottchen. Dann gehen wir mal hier hoch. Oh, ganz viele Laubhaufen. Oh, da ist er ja schon. Oh, hallo. Versteckt im Laubhaufen, was? Sehr cool. Du kannst dich mir gern anschließen. Dieser Graumanteltyp sagte, du könntest mir helfen, hier rauszukommen. Oh, er freut sich. Zweiglinge. Du hast Zweiglinge. Diese neugierigen kleinen Kreaturen können Ressourcen aufheben, Mauern einreißen, Feinde angreifen und vieles mehr. Sie benötigen nur ein wenig Ausrichtung. Wirf sie einfach in die Nähe des gewünschten Ziels und sie legen los. Zweiglinge sind schnelle Arbeiter und immun gegen giftiges Gas. Es wird auch gemunkelt, dass sie Dinge wachsen lassen können, aber das hat seit geraumer Zeit niemand mehr gesehen. Verwende X zum Aufheben und Werfen. Okay, dann nehme ich dich mal... Achso. Ah, gedrückt halten. Und dann kann ich ihn loslassen. Und er verpasst den Müllsack erstmal eine Kopfnuss. Auch nicht schlecht. Okay, oh, 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 das sieht gefährlich aus da oben. Giftpilze. Und wie er mir hinterherläuft. Das ist ja süß. So, hier haben wir noch einen Laubhaufen, den wir schnell einsammeln. So, mal gucken, ob er die auch kaputt machen kann, ja. Feuer frei. Oh ja, das macht er. Sehr schön. Elflinge werfen, ja, mit X. Gut, das haben wir ja gemacht. Nächste Kiste. Ich glaube, einsaugen geht schneller, oder? Als wenn wir da jetzt rüberlaufen immer. Runterspringen. Oh, hier ist Lagerfeuer. Karte öffnen. Wir haben sogar eine Karte. Ah ja, klar, haben wir ja mitgenommen am Anfang. Okay, hier sind wir. Von hier sind wir gekommen, genau. Dann sind wir hier die Ranke hoch. Ah, okay. Mehr ist noch nicht sichtbar. Okay, hier ist der Stein, genau. Den haben wir auf der Karte gesehen. Graumantel ruft uns an. Weg, Schrottchen sollte gleich hinter diesem riesigen Felsen sein. Großartig. Die Zweiglinge müssen ihn bewegt haben. Nun, sie können ihn zurückbewegen. Du kannst deine Elflinge anweisen, schwere Objekte zu bewegen. Aber dafür brauchst du eine ganze Reihe von... Naja, eine ganze Reihe von ihnen. Erkunde das Unterholz und sammle mehr Elflinge. Ah, hier schwirren noch mehr rum. Na gut. Oh. Das dauert aber hier. Ich breche mir gleich meinen Fuß. So, wo sind denn noch mehr hier? Mal gucken. Also hier können wir einmal lang. Links und dann können wir... Hier unten auch nochmal lang. Ich nehme mal den Elfling und sage ihm mal, dass er hier das kaputt machen soll. Kriegt er das schneller hin? Nicht wirklich. Also das, was in der Nähe ist, macht er alles kaputt. Das ist gut. Ah, da sind ja noch welche. Oh, die greifen mich an. Sind das Pilze? Das sind Pilze mit Speer in der Hand. Komm, kann ich den nicht einsammeln hier? Doch, jetzt. So, komm. Oh nein. Komm, unterstütze ihn. Okay, cool. Oh, was hat er fallen gelassen? Was ist das denn? Ah. Was auch immer das sein soll, es leuchtet auf jeden Fall. Glühwürmchen sind es nicht. Hier ist noch ein Sack. Den schlagen wir noch kaputt. Wobei meine Elflinge das ja eigentlich jetzt schneller machen können, da sie ja zu zweit sind. Probiere ich gleich nochmal aus. Hier sind auch nochmal zwei Säcke. Ah, ich werfe jeden nur einzeln. Okay. Da ist nochmal ein gemeiner Pilz. Den machen wir jetzt kaputt. So, und den nächsten auch dorthin. Das könnt ihr machen. Ich sammle hier die Schrauben und die Muttern ein. Ah, die muss ich auch saugen. So. Mal gucken, ob wir noch mehr hier von diesen kleinen Elflingen finden. Das sind nochmal giftige Pilze. So, hier geht's nicht weiter. Ah, unten rechts haben wir auch die Anzahl, wie viele Elflinge wir haben. Okay, gut.
Da ist noch einer. Aber um da ranzukommen, müssen wir die Pilze kaputt machen. Ich bin mal gespannt, wie viele wir im Endeffekt sammeln können. Und ob sie auch sterben. Also ob sie auch getötet werden können von den anderen Wesen, die sie bekämpfen. Hey, komm mit. Ich frage mich, ob in diesen Tümpeln etwas lebt. Hallo, da drinnen. Hallo, da drinnen. Ist jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Nichts. Genau, nichts. Hier haben wir noch ein paar Schrauben und Muttern. So, hier ist nochmal wieder eine Schatzkiste. Wo auch Schrauben und Muttern drin sind. Bis jetzt haben wir die noch nicht genutzt. Kommt vielleicht noch. Doof, dass ich ihn einzeln... Ja gut. Ist vielleicht auch so gewollt, dass wir nicht alle auf einmal einsetzen können. So, mal gucken, ob sie das jetzt schaffen. Nee, drei Stück. Ja, drei Stück habe ich. Okay, dann setze ich sie alle dreimal ein. Eins, zwei und drei. Hoppla, gut gemacht. Sehr schön. Gut, dann gehen wir da durch. Vergessener Pfad. Ja, hier muss er ja irgendwo sein. Gehen wir mal suchen. Schrottchen. Oh, hier sind wieder ein paar Pilze. Angriff! Wow, das ging ja schnell. Richtung Hain und das Herzland. Hier ist noch eine Kiste. Können wir die da auch hoch? Das probiere ich mal aus. Ob sie die aufmachen? Ja, das geht auch. Richtig nice. Okay, dann springen wir hier runter. Und hier unten sind auch noch ein paar Sachen. Sammeln wir noch die Kisten hier ein. Hier sind auch nochmal Schrauben und... Ach nee, das ist was anderes, oder? Hä? Will ich das kaputt machen? Ah, was kann ich denn jetzt mit denen machen? Ach, ich kann Aktion ausführen. Kurzer Zuspruch. An Truhe liefern. Separieren. Gegenstände ablegen. Ah, okay. Also ich kann die in Gruppen aufteilen, die Elflinge. Das ist sehr gut. Ich kann... Bring gehaltene Ressourcen in eine nahe Truhe. Okay, das kann ich auch machen. Und ändert bloß nichts, ihr perfekten kleinen Schönheiten. Oh, nicht schlecht. Okay. So, was machen die jetzt damit? Oh, es klingelt. Wo klingelt hier was? Ah, das ist unser Lager hier anscheinend. Okay. Bewege nach Truhe. Ah. Okay, links ist die Truhe anscheinend, die dort steht. Und rechts, das ist unser... Nee. Wir haben was jetzt in die Truhe gelegt. Das ist unser Lager quasi. Links ist unser Rucksack, genau so rum. Links ist unser Rucksack hier. Und rechts ist die Lagertruhe. Sehr gut, aber wo klingelt hier das Telefon? Ach hier. Sofort stehen bleiben. Hm? Warum das? Ach, da kommt er ja schon. Weg von deinem Depot an Reichtümern. Weg von meinem Depot an Reichtümern, sorry. Wie bist du auf diese geheilte Wiese gekommen? Oh, kleiner, faltenloser, alter Mann. Ich bin kein alter Mann. Ich bin 12. Ha, 12 ist eine Zahl. Zahlen können keine Menschen sein. Netter Versuch. Ich versuche jemanden zu finden. Schrottchen? Hm, Teekessel-Sonderling. Auch nicht schlecht. Ein Mann namens Graumantel gab mir diesen Kristall. Und diese kleinen gelben Kerle halfen mir, diesen großen Felsen zu bewegen. Und? Kristall, sagst du? Es ist also wahr. Graumantel sagte, er habe einen potenziellen neuen Rekruten gefunden. Einen neuen Rekruten? Wofür? Ich bin Schrottchen, Baumeister und Tüftler des Grünschildordens in diesem Tiefenwald. Oh, ich bin Rake. Ich bin auch eine Art Baumeister. Rake, sagst du? Das klingt nicht wie ein Name. Sehr faszinierend. Weißt du, wo ich Graumantel finden kann? In der Tat, allerdings. Er ruft ihn an. Hm, ja, ja, sicher. Im Lager, in der Tat.
Mit wem redest du? Ist das Graumantel? Hat Brusel das gesagt? Ha, wie drollig. Ja, ja, morgen wäre am besten, das sehe ich auch so. Danke. Lehrling? Lehrling? Das Tageslicht schwindet. Wir werden es nicht rechtzeitig zum nächsten Lager schaffen. Wir müssen die Nacht hier verbringen. Ruhe dich aus, wenn du kannst. Ich werde Wache halten. Oh. Warum ruhst du nicht? Liegt dir etwas auf dem Herzen? Was ist Grünschild? Unser Orden, natürlich. Beschützer und Verwalter dieses Tiefenwalds. Wir schützen die verschiedenen Geschöpfe, die hier leben, und reparieren bei Bedarf die Grenze zu deiner Welt. Kannst du etwa Magie benutzen und so? Sicher doch, du etwa nicht? Nicht, dass ich wüsste. Hm, ich wette, du kannst mehr, als du denkst. Aber natürlich ist es wie bei allen Fertigkeiten. Einige Leute sind geschickter als andere. Graumantel zum Beispiel ist wahrscheinlich der fähigste unter uns, obwohl er nicht mehr ganz derselbe ist, seit er seinen anderen Mantel verloren hat. Warum ruhst du nicht? Liegt dir etwas auf dem Herzen? Schrottchen? Hm, wie lautet? Du weißt schon, dein richtiger Name. Schrottchen ist mein Name. Nein, ich meine, wie war dein Name bei deiner Geburt, den dir deine Mutter gab? Ich hatte nie einen anderen Namen, soweit ich mich erinnern kann. Ich war schon immer Schrottchen. Hm, okay. Und Graumantel? Er war schon immer Graumantel. So ist es auch mit den Namen der anderen. Welche anderen? Warum ruhst du nicht? Okay. So, ruh dich jetzt aus, Lehrling. Wir stehen bei Tagesanbruch auf. Es gibt viel zu tun. Sag mal, was ist jetzt schon wieder? Willst du ein Erdnussbutter-Sandwich? Ich könnte wirklich ein Steak vertragen. Ein Erdnussbutter-Sandwich? Komm, hau rein. Ich bin am Verhungern. Oh, mit Marmelade. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Also, der Teekessel, Schrottchen. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Oh, wo sind wir denn gelandet? Hm. Was ist das für ein Ort? Oh, der sieht ja komisch aus. Wir haben hier nichts, keine Fähigkeiten. Ist das die Traumwelt oder was? Ich folge einfach mal der Spur her. Wake. Vater? Was soll uns das sagen? Guten Morgen, Meister Wake. Hast du gut geschlafen? Ja, schlechte Träume aber, ne? Ich hatte seltsame Träume. Keine Bange, die haben wir hier alle. Träume von seltsamen Dingen oder von uns selbst in seltsamen und verwirrenden Lebenslagen. Irgendwann gewöhnt man sich daran. Oh, und entschuldige, aber ich konnte nicht umhin, dein Gerät zu bemerken. Ja, das ist meine neueste Erfindung. Was denkst du? Ich denke, du bist ziemlich genial, aber wir konnten es vielleicht ein wenig verbessern, wenn du das willst, meine ich. Unbedingt, ich habe sogar schon ein paar Pläne, an denen ich gearbeitet habe. Wo fangen wir an? In der Nähe dieses Lagers sollten reichlich Materialien herumliegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du mir, sagen wir, 5 lose Teile und 200 Schrottteile bringen würdest, könnte ich das Gerät im 0, nichts verbessern. Und du solltest mir deine Pläne geben. Ich werde sie berücksichtigen. Echt cool. Ich bin dabei. Ja, nice. Cool. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal Schluss an dieser Stelle. Und machen im nächsten Let's Play weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Das Spiel ist sehr, sehr witzig. Nice, auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf das nächste Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.